Hallöchen, grüß Gott, moin moin und servus zum nächsten Projekt von Binat und dem laufenden Strumpf. Und der laufende Strumpf bin ich und Binat ist die Dame vor uns mit den großen Nasenlöchern und sie kann auch reden. Hallo Binat. Hallo Strumpf und hallo an alle, die zuschauen. Ja, wir haben ein neues Projekt am Start. Richtig, richtig, richtig. Wahnsinn. Oh, vielleicht wollen wir auch verraten, wie es heißt. Sunkenland. Also wie ich sagen würde, Sunkenland. Wir sind im Sunkenland, alles ist versunken. Richtig, richtig, richtig. Klimakatastrophe, so schaut's. Habe ich ein bisschen leiser gemacht, glaube ich. Richtig, richtig, ich gehe mal kurz ins Menü rein. Ich muss auch mal kurz die Musik ein bisschen leiser. Ich krieg's gerade mit Audio. Musik. Jetzt habe ich es ausgeschaltet, warte. So. Gut. Na, das ist schon viel besser, viel angenehmer. Neues Gebiet, Insel, der Schiff. Ach, guck mal die Bilder. Also, weißt du? Die Muscheln einfach so in den Boden reingemalt. Das ist schon mal geil. Alter, gut. Also, wir spielen es. Also, ich spiele es zum ersten Mal. Ich glaube, du auch, ne? Ja, ja. Keine Ahnung. Kein blassen Schimmer. Aber da hinten sieht irgendwie schon sowas. Lacht mich schon was an. Das sieht aus wie so eine alte Tankstelle oder sowas. Nee, keine Ahnung. Ja. Das, oh, ich kann. Ah, guck mal, hier ist ein Zelt oder sowas. Ich habe eine Holzplanke genommen. Warte mal. Ich nehme noch eine Holzplanke. Noch eine Holzplanke. Oh, was ist das? Erdbeeren! Oh, ich habe Erdbeeren gefunden. Oh, die sind ja geil. Also, ich habe eine Konservendose gefunden und eine Limonade. Also, und was ist denn das hier? Eine Gummiente habe ich im Inventar. Na, das ist wirklich wichtig. Die Umstellung ist aber schon geil, wenn man plötzlich mit F Sachen aufnimmt, statt mit E. Ja, ich habe auch gerade auf E gedrückt. Ey, unglaublich. Also, das ist schon... Die Maus finde ich ein bisschen schwerfällig, aber okay. Wir versuchen es mal. Also Spiele ist, soviel ich weiß, dieses Jahr rauskommt, ist noch im Early Access. Also es kann sein, dass halt zwischendrin noch weiter dran gearbeitet wird. Und ihr werdet es so lange, wie wir brauchen, werdet ihr vieles miterleben. Ich habe hier ein Zelt. Ja, und da ist eine Truhe schon mal da unten. Ne? Und Strumpfi hat eine schicke Buchse an. Alter Falter, Beute. Eine Gummiente. Aber die müsstest du schon im Inventar haben. Nee. Ich muss alles erst drüber nehmen. Jetzt habe ich alles. Ich habe Klopapier. Nee, Verband, Entschuldigung. Wie komme ich denn ins Inventar? Hä? Okay, habe ich das in die falsche Seite rübergeschoben? Du hast, kann es sein, dass du alles rein und ich habe jetzt alles rausgenommen? Warte mal. I ist Inventar. Nee, B. Tabulator. Ah ja, genau. Also ich habe jetzt... 3 Konservendosen, 3-mal Limonade, 13 Planken, 7 Erdbeeren, ein Angelköder, ein Klopapierverband, Kräutermedizin, Fackel und eine Gummiente. Okay, dann hast du alles. Ich glaube, ich habe das irgendwie nicht gecheckt mit dem Rüberziehen. Ich habe, glaube ich, die falsche Seite rübergezogen. I don't know. Okay, also wir haben jetzt Peanuts Sachen, ist auch toll. Ich mache weiter mit den Planken. Ich habe keinen Plan, was muss man denn machen? Das Schiff durchschicken. Wir müssen wahrscheinlich uns ein Haus bauen. Ja, aber hier schon, oder gehen wir rüber und schauen uns Sachen an? Also, ich weiß nicht, wie lange wir schwimmen können, aber wo war, schau mal, hier hat mich sowas angelacht. Das würde ich gerne mal hintauchen. Da, das sieht so... Hier so auf 12 Uhr. Die rechte oder die gerade? Ach, die gerade, okay. Ja. Ja, dann, aber einfach mal hinschwimmen. Komm, wir gucken mal, ob wir so... Oh, guck mal, hier unten ist so eine Autobahn und eine Straße. Oh. Voll cool. Okay. Du musst mit dem Sauerstoff ein bisschen aufpassen, aber okay. Die Villa. Ne, das ist doch genau das Richtige. Oh, guck mal da unten. Oh, da sind auch Haie. Oh, das ist vielleicht... Ja. Das ist ein Hai. Sabba. Hai. Guck mal, da ist open. Was auch immer das ist. Was ist denn das da drüben? Ist das eine Ja, genau. Das ist eine Bar, glaube ich. Ein Motel. Ein Motel. Na, das ist doch perfekt hier. Oh Gott, der Hai kommt auf mich zu. Oder? Handelsposten ist das. Na, dann lass mal gucken. Ja, gegriffen. Ach, du Heiligsblechler. Ist hier Halloween? Ich habe nur noch ein Viertel Energie. Muss denn der Strom? Unter Wasser, der Hai. Warum bist du da hingeschwommen? Zum Hai? Ey, willst du mich veräppeln? Also ich bin beim Motel. Dahin. Das ist ja Strumpf wieder typisch. Schon verloren gegangen auf dem ersten Meter. Oh. Ich bin schon beim Shoppen. These days, people take whatever. Hey,
Happy Hallo, Halloween. Servus. Ja, ich habe es auf die falsche Seite anscheinend geschrieben. Ah, da kann man kaufen. Track. Ah, okay, 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 man kann kaufen. Lauter Halloween-Zeugs, also es ist jetzt nicht, dass man das bräuchte, ne? Ah, hier. Antike Steinschusspistole, okay. Also wir haben jetzt nichts, was wir handeln könnten, aber... Also ich habe einen Pilz. Okay, aber ich weiß nicht, ob die meinen Pilz jetzt so toll findet. Böser Kürbis, Dekoration. Und wie, was ist hier die Währung? Wahrscheinlich was anderes. Also, danke. Ich musste gegen irgendwas anderes tauschen. Okay. Da haben wir noch eine Kiste. Kann man hier einfach durchsuchen? Kann auch sein, dass es dann Ärger gibt. Was ist das hier? Oh. Nö, gibt's nicht. Komponenten. Gegenstände wie Bolzen, Drähte, Nägel und ähnliches. Wir nehmen alles. Du musst einmal mit der linken Maustaste bei Bolzen draufklicken und dann geht's in deinen Rucksack rein, gell? Ich muss da ein bisschen aufpassen, mein Rucksack hat nur noch einen Platz. Ich hab noch Platz. Das ist gut. Da kann man auch durchsuchen. Okay, jede Menge Metallschrott. Okay. Vielleicht kann man Metall mit denen ja tauschen, maybe. Das könnte man. Ich hab keine Axt. Das kann man hier kaputt machen. F. Was ist das hier? Doku-Riegel. Ich glaube, ich bin voll. Ich habe eine Konservendose. Okay, 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 okay. Ich komme auf den Handelposten und zerschlag erstmal alles. Servus. Eine Waschmaschine. Gleich fünfmal Stoff. Happy Halloween. Aber warte mal, wenn du B drückst, dann kommst du im Baumenü, ne? Da kannst du Holzfundament, Holzwände, Türrahmen, bla bla bla. Okay, okay, okay. Warte mal, was kann man noch machen? Einfacher Grill. Ich brauche noch einen Metallschrott, kann ich einen Grill machen? Einfacher Wasserreiniger. Könnte ich komplett bauen, habe ich alles. Hier oben habe ich mal Klamotten gefunden. Da muss ich nicht die ganze Zeit im Bikini rumlaufen. Aber warte mal kurz. Mission, ich lese mal vor. Ein neues Leben. Ein neues Leben. Ich wache auf an einem Strand mit pochenden Kopfschmerzen und keinerlei Erinnerung, was geschehen ist, außer daran, in einem dunklen Raum gefoltert worden zu sein. Überleben hat jetzt die oberste Priorität, aber ich habe nichts. Ich werde die Umgebung nach Materialien absuchen, um eine Unterkunft zu errichten und Werkzeuge herzustellen. Ein Bett zum Schlafen und etwas, um meinen Hunger zu stillen, wären auch großartig. Hier ist eine Liste von Dingen, die ich tun sollte. Ich muss eine Basis errichten. Das Gelände ist uneben. Ich muss aus Fundamente bauen. Ich sollte Unterwasserruinen nach Materialien durchsuchen. Ich kann große Fische jagen, um Nahrung zu sammeln, muss mich aber vor Haien in Acht nehmen. Langfristig betrachtet sollte ich Früchte anbauen, um eine nachhaltige Nahrungsquelle zu haben. Die Beschaffung von Waffen hat Priorität, da ich auf mögliche Konfrontationen mit Piraten vorbereitet sein muss. Das Studieren von Blaupausen oder Reparieren von kaputten Gegenständen kann dazu beitragen, bessere Ausrüstung herstellen zu können. Das war's bis jetzt. Mensch, Stumpf, sind wir das auf dem Bild hier? Wo? Naja, in den Ein neues Leben, da ist bei mir so ein Bild mit einem Jungen und einem Mädchen. Neues Leben, wo hast du neues Also in Leben der drin? Missionstagebuch, wo du gerade vorgelesen hast. Oder? Ja, das kann sein, dass wir es sind. Ah, du, das kommt, das aber wie aus dem, also ja. als hätten sie uns fotografiert, ne? Ja. Also ich würde mal sagen, also, ne? Also, besser geht's nicht. Perfekt getroffen, ne? Ja, ja. War jetzt nicht meine Schokoladenseite, sondern eher so die Müsli-Seite, aber was check it out. So, Sandra. Gut, okay, jetzt warte mal kurz. Da haben wir so ein Wägelchen, da kann man nichts mehr machen. Also, das heißt, wir müssen eine Insel finden. Wir müssen... Wo hast du Klamotten her? Ja, da war ein Schrank und da waren Klamotten drinnen. Da habe ich gedacht, da musst du nicht die ganze Zeit mich im Bikini sehen. Ja, stimmt, das ist ja furchtbar. super, und ich laufe weiterhin mit dem Schlüppi rum, ne? Nee, passt schon. Was für ein Schlüppi, Alter. Voll abgeranzt, so Schlüppi. Komme ich nicht hoch? Da ist noch eine Leiter. Treppe. Nö, okay. Gut, ich weiß halt nicht, ob ich es überleben werde, wenn nochmal der Hai kommt, ne? Und besonders welche Insel. Du hast die da vorne gesehen, ne? Ich fand schon mal die hier
Nee, nicht so weit. Da drüben, die da. Die da drüben, hier auf ja. 12 Uhr, wo ich stehe, die sieht da ganz schön aus. Und schwupp war da weg. Ja, wupp. Sag mal, da unten liegt ein Schiff. Ich guck nicht mehr runter, da kommt ein Haifisch. Ich glaube, irgendwas habe ich in meiner Unterhose. Der Strumpf schwimmt doch mal so tief, statt oben zu bleiben. Oh, das weil sind Mutanten. Ich jetzt gerade was gesucht hab. Mutanten. Na, Mutanten weiß ich nicht, ob ich das so geil finde. Da haben wir jetzt irgendwie im letzten genug von gehabt. Kleine Felseninsel Mutanten steht da oben. Guck mal, hier ist ein kleiner. Oh, da schießt jemand. Oh. Ich habe eine Waffe. Wir müssen weg. Rüber, geh rüber, rüber. Die andere Insel. Folge meinem Hammer. Ich seh dich gar nicht. Ach, das soll schießen sein, okay. Das sind die von The Forest übrigens. Ja, wahrscheinlich, ja. Buddy und Mutti. Aber ich muss halt sagen, okay, ich habe Essen und Trinken habe ich dabei, aber jetzt schauen wir mal die Insel an. Ist ja furchtbar. Ich schaue halt runter, aber ich glaube, wir müssen erstmal schauen, dass wir eine Base finden. Bauen und... Bevor wir da Tauchexpeditionen machen. Kommst du gar nicht klar hier. Neues Gebiet. Gummientinsel. Ja! Das ist doch gut. Das ist auch frei. Da ist jemand. Strumpf, da kommen die auf dich zugerannt. Ey, halt die Klappe. Der Plünderer. Die Plünderer. Ich glaube, das ist nicht so eine gute Insel. Warum sind die alle schon besetzt? Oh nein, der kann ja auch schwimmen. Schnell weg. Der schwimmt hinter mir. Die sind so aggressiv hier alle. Wir wollen doch nur eine kleine Insel. Da schießt einer. Ich bin fast tot. Strumpf, wo bist du? Keine Ahnung. Nicht, dass wir in unterschiedliche Richtungen schwimmen. Ich weiß ja nicht, wo bist du hingeschwommen? Ah, Strumpf, du schwimmst schon wieder so weit unten. Muss ich ja, weil der Typ über mir ist. Oh, der schießt da auch noch, ja. Aber ja, du schwimmst so in meine Richtung, aber der Typ hier auch. Oh, der ist immer noch da. Ich muss mal ein bisschen Gummi geben. Guck mal, da hinten ist eine Insel. Ja, da hinten. Von dir auf. Beim Freizeitpark habe ich das Gebiet freigeschaltet. Das ist sehr schön. Am Freizeitpark? Ich weiß nicht, wo du bist. Oh, da ist aber ein Hai. Oh, nee. Ich weiß nicht, wo du bist. Bist du nach links oder nach rechts? Ich bin... Ja, genau. Du musst geradeaus, dann kommst du auf mich, wenn du das jetzt richtig bist. Aber schwimm nicht zu tief, da ist ein Hai wieder unten. Ja, meine Energie ist sowieso ein Treffer vom Hai und ich bin am Ende. Ich schwimme mal auf eine Insel zu, da ist so eine Ruine, so ein kaputtes Haus drauf. Eieiei, Leute, das fängt ja gut an hier, ey. Ich schwimme jetzt gerade zu so einem Hochhaus, ich habe keine Ahnung. Ja, genau, da schwimme ich auch hin. Das ist wahrscheinlich auch, da stehen auch schon wieder Leute, ich sehe das doch. Ach, warum sind die alle belegt, ey? Da sind auch schon wieder Leute drauf. Warum sind wir nicht auf der Insel geblieben, wo wir waren am Anfang? Nee, meine ich jetzt ernst. Wo ja, weil wir die? Gedacht hatten, dass... Ja, wenn wir anfangen zu denken. Wo war denn die Insel? Ja, dann auf der anderen Seite. Das ist ja echt, da war ja keiner, weil hier ist ja, das ist ja alles... Da müssen wir wieder Richtung Handelsposten schwimmen. Zum Motel. Du tauchst ja nicht mal richtig auf, dass du siehst, wo das Motel ist. Na, ich schwimme eigentlich nicht so tief wie du unten. Ich bleib immer an der Oberfläche. Mutantensiedlung, da schon wieder eine Mutantensiedlung hier. Also ich schwimme jetzt mal Richtung Motel. Wir treffen uns am Motel wieder. Was ist das hier? Radiosenderinsel, Mutanteninsel, ja, hau ab. Da vorne ist ein Schiff. Warte mal, Motel war doch da vorne irgendwo. Alter Verwalter.
Schlimmer als Fadi und Mutti, du. Ich dachte, es geht so entspannt los, aber nix, ey. Ich hab Hunger, ich hab Durst. Da ist so ein Holzding. Das Blöde ist, ich sehe halt echt deinen Namen nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin Richtung Motel. Ich bin gleich beim Motel. Ja, aber ich sehe das Motel nicht. Ich sehe da so einen umgeknickten Strommasten. Sehe ich ein Hochhaus. So eine Holzdingens. Ich weiß nicht, wo das war. Verirr mich gerade komplett und da ist ein Hai. Ich muss an der Insel, aber das ist die Mutanteninsel. Ich muss einen Verband anlegen, weil bei mir ist es nur noch ein ganz kleines Norgal. Dann bin ich. Ja, Mutanteninsel, danke. Ich habe keine Chance, weil ich ein Sind Ditcher da irgendwie Sperre oder sowas an der Mutanteninsel? Oder? Keine Ahnung, ich bin noch nicht angekommen. Jetzt bin ich da. Warte mal. Inventar. Verband. Verwenden. Wie verwende ich den? Rechte Maustaste verwenden. Jetzt zur Blutstillung verwendet. Ich kann nicht benutzen. Muss ich. Oh nein! Da ist schon. Bist du da oben mit dem Schild? Nee, oder? Ich bin, wo Motel ist, ja. Open, Motel, da ist ein Geist. Nein, nein, die werden gerade anders. Ich seh das Motel nicht. Ich sehe eine Fahne. Oh. Wo ist denn hier ein Motel? Da ist eine Brücke, die kaputt ist. Ja, die Brücke ist, Oh Gott. Nee, passt schon, deine Erklärung ist super. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich es erklären soll, weil ich nicht weiß, wo du gerade bist. Da oben waren halt Gegner, ich kann jetzt nicht lange der Insel, das heißt, ich bin wieder im Wasser. Jetzt habe ich da vorne was mit so Holzbalken, hungrig, finde was zu essen, ja. Also, siehst du irgendwie so eine Insel, wo lauter so Holzspieße sind? Ja, da schwimme ich gerade genau drauf zu. Genau, und dann schwimm weiter. Also weg von diesem Hochhaus. Also da ist ja noch eine Insel, wo so ein kaputtes Haus drauf ist. Okay, das ist ja auch Mutantensiedlung. Genau, und da weiter und dann siehst du eigentlich schon das Hotel. Motel. Also wir müssen mal gucken. Wie gesagt, ich bin kurz vorm Verhungern, fast tot. Also verdursten. Und die Musik wird anders, das heißt ein Hai ist hinter mir her. Da, ich sehe dich. Ja, schwimm weiter. Wichtige. Ich kann nicht mehr viel machen, weil. Passt, du kommst direkt aus dem Hotel zugeschwommen. Ende. Siehst, seht ihr Leute, das passiert, wenn man denkt, man bleibt nicht an der ersten Insel, sondern geht gleich mal los. Sollte man nicht machen. Boah, ich bin fast hinüber. Strumpf hier! Fast hinüber. Oh Gott, ich muss schauen, wie ich Sachen benutze. Stoff kann ich nicht benutzen. Kräuter stellt eine geringe Menge Gesundheit verwenden. Okay, das ging. Erdbeeren kann ich essen. Okay. Okay, wenigstens ein bisschen. Uff, wo sind wir herkommen? War das die da vorne hier, mit den Bäumen? Die so leuchtet, ja. Die okay, so leuchtet. Dann gehen wir da hin. Weil das ist, also... Holy moly! Aber andererseits müssen wir wahrscheinlich immer wieder weiter, um irgendwelche Gegenstände zu finden, dass wir was bauen können, ne? Kälte, bleib in der Nähe des Feuers. Ja, genau. Regt mir nicht auf. Ich hab nicht mal Klamotten. Die Villa neutral, schön. So, wir sind wieder da, wo wir hingekommen sind, die Insel der Schiffbrüchigen. Okay, ich bin komplett am Erfrieren. Baumodus, ich brauche ein Lagerfeuer. Vielleicht können wir das hier hinbauen, wo das Zelt ist. Forschungstisch, einfaches Bett, Lebensmittel, Werkzeugkiste, da. Gibt es jetzt was wie ein Feuer? Was ist das hier? Das sind Wände.
Paddelboot. Hier, ich kann einfach einen Grill. Lagerfeuer. Bauen. Ah, okay. 147. Warte mal, ich gehe mal auf Bauen. Ah ja, okay, wo bist du denn? Hier beim Zelt. Vielleicht hier so reinbauen, weißt du, da sind wir da ein bisschen geschützt. Ich sehe gerade bloß noch fast nichts, aber ich baue den mal dahin. Bauen. Was ist jetzt? So. Okay. So, ich bin so bald am Verhungern. Gibt's hier irgendwas Essbares? Was heißt ziehen? Kann ich Sachen runterschmeißen? Warte mal. Weil ich glaube, den Pilz, den ich gegessen habe. Ach, warte mal. Ah, warte mal, warte mal. Erdbeeren. Erdbeeren teilen. 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 Und jetzt kann ich die dir geben. Irgendwie, was ist das hier? Habe ich dir was gegeben? Ja, du hast es fallen lassen. Danke. Ja, genau. Das ist halt bloß eine Erdbeere. Aber ich kann jetzt, weiß ich nämlich, wie es funktioniert. Das heißt, da drauf habe ich nochmal Erdbeeren fallen lassen. Bitteschön. Danke. So, ich habe nicht mehr viele Planken. Jetzt gucken wir mal, warte mal ganz kurz. Irgendwie... Kann man hier eine Angel bauen? Angelrute. Ach nee, dafür bräuchte man ein Seil. Ich habe ein Seil. Und 8 Holzplanken. Kann man hier so einen Baum fällen? Ich habe eine grobe Holzspeer, Bogen und Pfeil kann man herstellen. Weil dann könnte man angeln, glaube ich. Und ach, guck mal, hier ist noch eine Truhe oder sowas. Oh, sehr gut. Ach, das ist das hier. Seht ihr, ich habe das letzte Mal falsch gemacht. So, ich habe jede Menge Holzplanken. B. Zweitens. Inventar. Bauen. Kann man auch ein Bett irgendwo bauen? Fraktion. Mutanten, Plünderer, Sklavenhändler. Erlöser-Clan. Die Jägervereinigung. Und Alter. Stoff bräuchte man für ein Bett. Ich mach mal einen Holzspeer, aber ich weiß nicht, ob ich eine Angel. Du hast eine. Ah, Angelrute. Ich hab doch ein Seil. Nein, ich hab einen Angelköder. Nein! Oh, wie kann man noch. Holzspeer? Ich werde doch niemals ein Tier erwischen mit so einem Speer. Gleich alles so feindlich ist. Unglaublich. Kälte beim nächsten Mal. Also wenn du Stoff hast, kannst du dir zumindest ein Bett bauen. Ich kann keins bauen, ich habe keinen Stoff. Aber kannst du nicht im Zelt schlafen? Oder können wir nicht im Zelt schlafen? Toll. Das ist nur Deko. Manchmal muss man es mal aufwärmen. Jetzt haben wir noch Bett B. Da einfaches Bett. Ich habe alles. Aber kann man das Spiel da auch irgendwo anders hinlegen? Es ist halt immer rot, ne? Vielleicht in der Nähe vom Feuer. Aber ich weiß ja nicht, ob wir beide drauf pennen können. Bestimmt nicht. Bauen? Geht nicht. Bauen? Nee. Es ist zu schief. Oder? Ist immer rot. Da muss man irgendwas erst beanspruchen, damit man auf der Insel bauen kann. Okay, Markierungsholztruhe, Metalltruhe, Lebensmittelbehälter, Werkzeugkiste, Angelregal. Guck mal, man kann auch Paddelboote und Boote sowas bauen. Ja, ja. Das ist natürlich auch cool. Okay, jetzt kriege ich auch wieder Hunger. Markierungsfahne. Ich
friere. Ich muss, glaube ich. Oh, wir müssten auch Stoff, also einen Beutel mal herstellen. Das kann die Kapazität erhöhen. Ach, guck mal, ich kann mir mal einen Holzspeer herstellen. Wo war der? Ich suche den die ganze Zeit. Unter Inventar, einfache Herstellung. Ah ja, okay. Grobe Axt. Ja. Grobe Axt. Holzspeer kann ich mir herstellen. Ich könnte noch Pfeile herstellen. Ich brauche halt einen Seil. Also ich mache jetzt auch mal Holzspeer. Holzspeer F. Inventar ist voll. Halt die Klappe. Oh, ich kann mir eine Spitzhacke herstellen. So. Hey, auch mal. Und wo ist jetzt die? Wo ist der Speer? Da ist der Speer. Zieh ich mal auf die 2. So. Gott sei Dank wird es wieder hell. So, ich habe einen Speer. Ich habe keine Ahnung. Hier werden da keine Tische. Fische sein, ne? Guck mal unter Wasser. Aber als ob ich einen Fisch treffe unter Wasser, ne? Auf der einen Insel war ja so eine kleine Krabbi. Eine Krabbi? Da ist auch eine Krabbi. Gott, ich hab Durst. Ich hab sie. Warte mal, kann ich einen... Ich habe eine Limo getrunken. Grill konnte ich. Ja, Grill, glaube ich, geht jetzt bei mir nicht mehr, oder? Nee, ich brauche einmal Metallschrott noch. Außer du hast... Ich kann dir Metallschrott halt geben noch. Ich kann einen bauen. Okay. Aber irgendwie nicht hier. Kann es sein, dass wir die Insel erst irgendwie beanspruchen müssen, dass wir irgendwas drauf bauen können? Ja, aber willst du beanspruchen? Sollen wir jetzt erstmal den Präsidenten ja, ich weiß anrufen nicht. Oder was? Ist hier irgendwo was? Dass man da. 50-50-Joker. Eine Erklärung? Eine Erklärung irgendwo? Nee, ne? Eine Base bei uns schreiben sie, aber wir brauchen ja was zum Essen. Weil es schon komisch ist, dass du halt hier nirgendwo einen hinstellen kannst, ne? Ist alles rot. Ich verhungere bald. Weil ich den Krabbi nicht braten kann. Frage ist, wenn wir hier müssen Holz, wenn wir dann wieder rüber zu dem Laden gehen. Bei dem Hotel war doch der Laden, oder? Ja. Kann man da Essen kaufen? Vielleicht können wir ja Holz verkaufen und dafür Essen kaufen. Ich weiß echt nicht gerade. Also ich glaube, ich komme ja gar nicht mehr hin, weil ich bis dahin verhungert bin. Ja, okay, dann warte mal. Ich nehme noch ein bisschen Holz mit und dann schwimme ich mal rüber. Ich schaue mal, dass ich was bekomme. Ich schaue mal kurz, ob ich noch was zum Essen im Inventar habe. Das lasse ich dann mal gleich da. So, warte. Inventar. Buchsamen habe ich. Ich habe eine Soda, eine Limo kann ich dir geben. Bist du bei mir in der Nähe? Ja, ne, eine Limo habe ich auch. Ich habe eher Hunger als Durst. Okay, warte, ich geh mal rüber. Wo war das? Da war's. Ich schau mal, ob ich was zum Essen bekomme. Ich habe keine Ahnung. Schau mal kurz im Auto, was drin ist. F, Kofferraum. Durchsuchen. Warte. Metallschrott. Inventar voll. Meine Fresse, ich kann nicht sehen, was mein Inventar voll ist. Kann ich sein in den Kofferraum? Du musst tauchen in der Umgebung. Wenn du ein Fahrzeug siehst oder was, du kannst alles durchsuchen. Warte mal, ich brauche Inventar. Ah, shit. Jetzt habe ich die Gummiente hier, ne? Du kannst auch ein bisschen stapeln. Die Sachen. So. Die Ente habe ich mal abgelegt. Kann man eine kleine Kiste bauen.
Nein, man kann ja hier nichts hinbauen. Ich verstehe es nicht. Warum kann man hier nichts hinbauen? Ich habe jetzt Leuchtfackeln und alles habe ich jetzt vor das Feuer hier gelegt. Wo war das Hotel jetzt wieder? Muss man erst ein Fundament bauen? Das kann schon sein, ja. Ich schaue mal kurz den Kofferraum weiter an. Ich hoffe, dass da was zum Essen drin ist. Da sind zwei Autos. Ja, man muss erst Fundamente bauen, wo man drauf bauen kann. Ach, keine Ahnung. Ich krieg hier. Das ganze Auto war nur Metallschrott. Willst du mich verarschen? Okay, Autos bringen nur Metallschrott. Oh Gott! Fast vor ertrunken. Nein, da! Da ist ein Haus! Gott, wie soll ich denn da reinkommen? Der Hai war schon wieder hinter mir. Olle Sacknase, ich bin fast tot. So, jetzt weiß ich wieder nicht, wo das Hotel war, Doktor. Ich gehe mal zum Hotel. Das ist ja Wahnsinn, wir sind schon über der Zeit hier. Ich will mal rüberkommen, weil es ist open. Open ist gut, das heißt offen. Für alle, die nicht Englisch können. Dann kann ich das jetzt essen. Mädel, hast du was? Zum Essen! Konservendosen, okay. Warte mal. Dean. Wie ziehen? Achso, Beilist. Wo kaufe ich jetzt? Oder muss man tauschen? Klicke auf das Objektsymbol, um es in Kauf schieben. Reset. Kriege ich denn jetzt das? Lungenfunktionsbooster. Ich will einfach zwei Konservendosen kaufen, Mann. Was willst du denn dafür? Buchsamen. Deal. Ich kann keinen Deal machen. Noch ein Buchsamen. Was willst du denn? Metallschrott. Ich kann dir Metallschrott geben. Hier. Bam, bam, bam. I need more than that. Ich will mehr als das. Willst du mich verarschen? Jetzt hat. Ich kaufe zwei Konservendosen. Warte mal, kriege ich drei vielleicht? Okay, Deal. So, ich komme zu dir rüber wieder. Warte, ich komme zu dir. Binat, ich komme. Ich habe derweil jetzt auch einen Grill gebaut und habe auch ein bisschen was grillen können. Also ich bin wieder ein bisschen mit... Ich bin fast tot. Unten ist ein Hai. Und ich weiß nicht, ob ich zur richtigen Insel schwimme. Der Hai ist genau unter mir. Aber ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Und ich habe ein paar Konserven dabei. Ich verhungere gleich. Die Energie ist. Das Rote sieht man eigentlich nur noch andeutungsweise. So. Hey, was brauchst du alles, während ich hier da nach Essen gucke? Was zu essen. Inventor. Ich habe hab Krabbis gefunden. Wiederbelegung, ich bin 8, 7, ich komme. 6, 5, 4, oh Gott, ich 3, kann nicht so schnell. 2, 1, tot. Ich kann nicht so schnell. Zufällige Wiederbelebung, jetzt bin ich wieder irgendwo. Bin jetzt? Oh, Menno. Okay. Ich stehe neben deinem Sack.
Was? Ich suche hier Essen, ich versuche und du bist da, baust. Plötzlich hast du Essen zum Grillen, bist du mich verarscht? Ja, ich muss dir überleben, Strumpf. Ja, und ich habe versucht, dich zu retten, deswegen habe ich gekauft. Das ist der Dank dafür, ne? Liebe Leute, ne? Da versucht man sich um die Dame zu kümmern. Was ist es? Sie baut, richtet ein und der Mann verreckt einfach, während der Essen holt. Alter Falter. Stimmt, ich hab deinen. Kannst du nicht sagen. Kannst aber ich würde sagen, erzählen. Wir machen jetzt hier Schluss. Und dann mache ich dir was Leckeres zu essen. Nee, will ich nicht. Ich habe genug Konserven da. Ich habe genug Konserven. Ich will nicht dann essen. So, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. Wir spielen ab sofort. Ja, ich werde da hinten was bauen. Also, wir werden mal gucken. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es geht also genauso weiter wie Forest. Also, Binat macht mich nur fertig. Ich hoffe, ihr schreibt das mal in die Kommentare rein. Und ja, oh, dann. Eine Runde Mitleid fürs arme Strumpf. Beim nächsten Mal wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.